weiter geht der Rätselspaß. So, was soll man stehen geblieben? Ah, wir sind gerade in der 8-Bit-Welt gelandet. Stimmt. Sogar die Musik ist 8-Bit. Oh, cool. Die Bücher sind immer noch, oder vielmehr schon, vergammelt. Ich bin nicht weit genug zurückgereist. Stimmt, es ging um Bücher, deswegen sind wir zurückgereist. Abgesehen davon, dass alles so seltsam aussieht, hat sich in der Bibliothek nicht viel geändert. Es gibt ein paar Bücher mehr und dafür etwas weniger Staub. Das ist alles. Abgesehen davon, dass alles so seltsam aussieht, hat es gibt ein paar Bücher mehr. Auch in dieser Zeit gibt es vom Bibliothekar keine Spur. Hier liegen ein paar Nägel mit breiten Köpfen herum. Vielleicht um Bücher mit Holzdeckel zu vernageln? Ich nehme ein paar mit. Okay. Keine Spur von demjenigen, der das Dach reparieren sollte. Beim nächsten Unwetter wird das Wasser wieder durchs Dach tropfen. Nicht, dass es für die Bücher jetzt noch einen Unterschied machen würde. Sie sind hinüber. Die Bücher sind immer noch, oder vielmehr schon. Ich bin nicht... Das Feuer sieht ganz seltsam aus. Es bewegt sich so gleichmäßig und es gibt gar keinen Rauch. Hallo, könnt ihr immer noch sprechen? Was heißt hier immer noch? Wir konnten schon immer sprechen. Wir sind lebendige Bücher. Und du bist? Wilbur. Aus der Zukunft. Pfiff. Sagt einmal... Warum sieht hier alles so seltsam aus? Die Bücher sind schon vergammelt, wie es scheint. Ich muss weiter. Warum sieht hier plötzlich alles so seltsam aus? Seltsam? Wieso seltsam? Es sah hier noch nie anders aus. Doch, in meiner Zeit ist alles viel schärfer und detaillierter. Irgendwie. Doch, in der Zukunft ist also alles schärfer. Ja, und ich bewege mich irgendwie auch ganz komisch. Hast du in letzter Zeit einen harten Schlag auf den Kopf bekommen, junger Freund? Vielleicht solltest du einen Medikus aufsuchen. Die Bücher dort in der Ecke, sind sie schon lange vergammelt? Eine tragische Geschichte. Vor einigen Jahren sollte jemand ein Loch im Dach reparieren, tat es aber nicht. Deswegen bin ich hier. Ich bin wohl nur nicht weit genug in der Zeit zurückgereist. Kann ja mal passieren. Ein Buch über Zeitreisen hat mich hierher geschickt. Wo ist es? Es hat nicht aufgehört, über seine dummen Zeitreisen zu sprechen. Wir haben dafür gesorgt, dass es endlich den Deckel hält. Ich werde mich hier noch ein wenig umsehen. Ganz wie du willst. Einfach ein Buch unter seinesgleichen zu begraben. Also wirklich. Nicht sehr nett, was die anderen mit dir gemacht haben. Bücher sind sehr konservativ. Wenn man einmal etwas in sie hineingeschrieben hat, sind sie nur schwer von etwas anderem zu überzeugen. Es hat funktioniert. Ich bin wirklich hier. Ich muss auch weiter in die Vergangenheit, wenn ich die Bücher retten will. Es hat tatsächlich funktioniert. Ich bin wirklich hier. Das lässt sich nicht bestreiten. Aber was hat funktioniert? Die Zeitreise. Du hast mich in diese Zeit zurückgeschickt. Ich habe... Es hat... funktioniert? Es hat funktioniert. Ich habe es immer gewusst. Schick mich noch ein paar Jahre in die Vergangenheit. Wie geht das? Das hier ist eine magische Bibliothek. Du erzählst mir von der Vergangenheit und ich stelle sie mir genau vor. Ich verstehe. Also gut. Vor ein paar Jahren sah es hier noch ganz anders aus. Oha. Kein Ton. Aber das ist ja... Ich kann mich nicht hören. Wie meinst du das? Du kannst sie nicht hören. Die Wörter, die ich sage, ich bin stumm. Albers Gerede, wenn du stumm wärst, wie konnten wir uns beide miteinander unterhalten?
Ich weiß es nicht. Oje, oje. Die Bücher. Hey, ihr seid heile. Warum soll man nicht heile sein? Wegen des Lochs in der Decke, es wird zu durchregnen und ihr werdet nass. Ach, darum wird schon jemand sich kümmern. Ich komme aus der Zukunft und ich sage euch, ihr befindet euch in schrecklicher Gefahr. Wo ist der Handwerker, das Dach reparieren sollte? Ach, ihr jungen Leute müsst immer alles überdramatisieren. Aber kaum liegt man ein paar Jahre her, sollte man schon wieder woanders hin. Nur liegt die Kraft, mein kreatischer Freund. Aber das Dach, das Loch, Wenn ihr euch nur ein Stück zur Seite bewegt, bleibt hier allheile. Wir sind zu alt, um uns zu bewegen. Außerdem ist das Herz unser Platz. Was? Ja. Nicht so wichtig, dieser Platz hat genau den richtigen Abstand zum Kamin, um schön warm zu sein, aber nicht zu warm. Im Sommer treffen sich hier zwei Luftströme von dort und dort. Und wir haben den ganzen Raum gut im Blick, ohne uns schnell drehen zu müssen. Wir bleiben genau hier. Das ist unser Platz. Wo ist der Handwerker? Oh, er ist nur kurz rausgegangen, etwas holen. Er kommt nicht zurück, da bin ich mir ziemlich sicher. Wieso? Im Frühjahr ist er erst 5 Jahre her. Irgendwann in den nächsten 20 Jahren schafft jemand auch auf die Leiter und das Werkzeug hinaus. Ihr seid dann schon vergammelt. Na hör mal, so etwas sagt man aber nicht zu alten Büchern. Und wir haben bestimmt noch das eine oder andere Jahrhundert vor uns. Ich komme gleich wieder. Wir bleiben hier. Ja, das ist ja das Problem. Endlich eine Spur des unzuverlässigen Handwerkers. Abgeschlossen. Okay. Haben wir einen Zauber? Öffnungszauber. Schade. Der Feuerzauber. So, genau. Die Leiter führt bis zu einem Rundgang da oben. Von dort kann man vermutlich das Dach erreichen. Schauen wir uns erstmal hier unten fertig um. Okay, welche Schäfe zurückreißen? Je weiter meine Vergangenheit, desto spartanischer scheint alles hier zu werden. In dieser Zeit gab es wohl nur eine Handvoll Farben. Verrückt. Was würde wohl passieren, wenn ich immer weiter in Zukunft zurückreisen würde? Würde ich mich dann irgendwann einfach auflösen? Ohne Dachbau und etwas an Art kann ich nicht das Dach nicht flicken. Nehmen wir doch ein Zeitreisebuch. Sich in der Zeit nicht reden hört, das ist ziemlich irritierend. Kennen wir uns? Du bist doch das Zeitreisebuch. Ja, ich, nein. Die Bibliothek hat mich gerade erst gefunden. Ich kenne dich aus der Zukunft. Du bist ein Buch über Zeitreisen. Wo ist der Bibliothekar? Ich würde gerne mit ihn kennenlernen. Ja. Zeitreisen klingt ziemlich verrückt. Ja, aber es funktioniert. Zumindest an diesem Ort. Du hast mich hierher geschickt. Ich? Hab dich? Zeitreisen? Du bist das einzige Buch, das sich damit auskennt, was allerdings auch so einige Probleme mit sich führt. Ja, aber Zeitreisen. Ich werde alles darüber lernen. Die Worte werden nur so auf meine Seiten fliegen und jeder wird in mir lesen wollen. Nur ich kenne mich damit aus. Juhu! Aber halt! Wo rennt der hin? Wie viele kommen denn jetzt? Raus kann ich nicht gehen.
Okay, nehmen wir nochmal mit Bücher. Hallo. Was denn nun schon wieder? Kennt ihr euch vielleicht mit Zeitreisen aus? Es könnte sein, dass ich ein klein wenig in der Zeit feststecke. Tun wir das nicht alle? Nun ja, aber ich will gerne wieder zurück in meine Zeit. Wie auch, früher war es alles besser. Schau dir doch den ganzen neumodischen Kram hier an. Die Jugend kümmert sich nur noch um bunte Bilder und überall dies führt die Musik. Früher war es alles anders, da hat man noch gelesen. Es war alles ganz wunderbar. Dafür wird es wie ein heller Leuchten. Ach nö, es fehlt ganz Grafik. Okay, der befindet sich in einer hell erleuchteten Bibliothek. Vor dem hell erleuchteten Kamin schläft ein dicker Mann in Latzhose. Der Geruch von Alkohol steigt in die Nase. Betrachten, rechne mit, benutzen, nimm. Betrachte. Die Bibliothek. Du schaust aufmerksam um. Keine Leiter, kein Werkzeugkiste. Dafür eine Rolle Dachpappe. Ich habe das Gefühl, der Handwerker ist nicht allzu gut organisiert. Nimm. Dachpappe. In Ordnung. Du nimmst die schwarze Rolle Dachpappe und steckst sie ein. Betrachte. Handwerker. Ein schnarchender Mann mit 3 Tage Bart in einer dreckigen Latzhose. Neben ihm liegt eine leere Weinflasche. Um den Hals hat er eine Lederriemen mit einem Schlüssel hängen. Betrachte. Schlüssel. Ein kleiner Schlüssel wie vor einem Vorhängeschloss. Der Mann trägt in einem dünnen Lederriemen um den Hals. Nimm. Schlüssel. Du versuchst den Knoten des Lebens zu lösen, doch er stammt erst zur Strom, um ihn zu lösen. Ich bekomme den Knoten nicht auf und über den Kopf treiben kann ich ihn auch nicht, ich komme nur gerade so ran. Benutze. Lasche öffnet Zauber mit Lederriemen. Du holst den Zauberstab vor und verführst beeindruckende Magie. Der Knoten im Lederriemen um den Hals des betrunkenen Mannes öffnet sich. Der Schlüssel rutscht vom Riemen und bleibt auf dem dicken Bauch des Mannes liegen. Nimm. Schlüssel. Dann nimm Schlüssel vom dicken Bauch und hält ihn triumphierend in die Luft. Ich hab ihn. Okay, jetzt haben wir alles, was wir wollen. Jetzt müssen wir eigentlich wieder zurück. Betrachte. Schlüssel. Ein kleiner Schlüssel von dem Fahrzeug. So, hat man schon. Oder? Betrachte. Alte Bücher. Du betrachtest die alten Bücher, die noch genauso auf ihrem Platz liegen, wie sie es in der anderen Zeit taten. Wie zu erwarten sind sie heile und haben kein Stück bewegt. Rede mit? Dir selber? Das ist mehr als unheimlich. Die Welt besteht aus nicht mehr Buchstaben und irgendwelchen Symbole. Eins weiß ich genau, ich werde nicht noch weiter dazu kreisen. Rede? Mit der Bibliothek. Hallo, ist da jemand? Du lauschst aufmerksam, doch kein Geräusch zu hören. Es ist so leise wie in einer, einer Bibliothek. Rede mit alten Büchern. Hallo, wer bist du denn? Ein Gehilfe des Dachdeckers? Könnte man so sagen. Wie lange liegt der Handwerker schon betrunken da? Sah es hier schon immer so aus? Ich müsste in die Zukunft reisen. Ach komm, so lese ich noch ein bisschen. Er hat heute die Rolle Dachpapier reingeschleppt, guter Mann. Guter Mann, warum arbeitet er nicht weiter? Heute? Ihr jungen Leute habt es immer so eilig und dann wieder wird alles immer nur schnell gemacht. Aber er wird wenigstens gemacht. Ach, der Handwerker weiß, dass man mit Ruhe und genauer Planung letztendlich zu einem besseren Ergebnis kommt. Sah es immer so aus? Wie soll es sonst aussehen? Nun ja, bunter. Und mehr zu sehen, weniger zu lesen. Warum sollte man Dinge sehen wollen, anstatt darüber zu lesen? Wie willst du denn liebliche Duft von Jasmin an einem Frühlingsmorgen sehen? Oder sehen, dass ich dir nicht vertraue, weil du dieselbe Art von Mütze trägst wie ein Lehrer, der mich vor Jahren einmal fallen gelassen hat? Es gibt keinen fünften Grund, warum man auf all das verzichten soll. Ich müsste in die Zukunft reisen. Was willst du da denn? Keine Zeit zu verstreiten. Hör zu. Ach, schon ein bisschen. Farbiger wieder. So, also, wir haben Schlüssel jetzt. Schlüssel. Mit Werkzeugkiste. Jede Menge Werkzeuge. Brauchen kann ich davon nur den Hammer. Okay, jetzt haben wir einen Hammer. Dachpappe, Hammer. Gehen wir leider hoch. Also los. Später.
klopf, dam, dam, dam. So, das wär's, das Loch ist geflickt, die Bücher sind gerettet. Ganz toll. Meinst du das sarkastisch? Das ist immer schwer zu sagen, wenn man keine Stimme hört. Nein, echt super. Ich hab euch das Leben gerettet, ihr sollt mich nicht verschaukeln. Und das habe ich empört gesagt. Du bist ein Held. Okay. Ich habe diese Bücher das Leben gehört und trotzdem machen sie sich nur über mich lustig, glaube ich zumindest. Naja, die gute Tat sollte Dank genug sein. Trotzdem hätte ich mir etwas Anerkennung gewünscht. Hey ihr Bücher, hört meinen Bericht über eine Zeit, die da noch kommen wird. Ich mag kein Science Fiction. Das gibt es in zusätzlichen Dimensionen. Wir nennen sie die dritte Dimension. Was ist das? Lieber Wilbur. Hey, eine Nachricht des Zeitreisebuchs. Kurz nachdem du in deine Zeit zurückgereist bist, habe ich die Bibliothek verlassen. Es gibt da draußen viel zu entdecken. Zeitreisen müssen doch auch ohne Magie und außerhalb einer magischen Bibliothek möglich sein. Meinst du nicht? Ich möchte mich für alles bedanken, Bücherfreund. Dafür, dass du die griesgrämigen Bücher gerettet hast. Vor allem aber dafür, dass du mir ein Thema, mehr noch eine Leidenschaft, gegeben hast. Nimm als Dank mein Geschenk. Möge es deinen klugen Kopf stets trocken halten. Wie schön. Wow! So ein schicker Hut. Ja, endlich wieder in der schönen 3D-Welt. Oje, oje. So, schauen wir mal. Alt, aber nicht vergammelt. Ob sie sich überhaupt daran erinnern, dass ich sie gerettet habe? Sie wissen nicht, dass sie ohne meine Hilfe vergammelt wären. Für sie ist das nie passiert. Das Feuer ist nun wieder ein ganz normales Feuer. Ich weiß nicht, wie lange ich davor gesessen und gelesen habe. Es müsste eine lange Zeit gewesen sein. Und doch ist sie wie im Fluge vergangen. Ich glaube, für den Troll und die anderen war ich nur ein paar Minuten weg. Die Bücher haben viel durchgemacht. Sie haben sich etwas Ruhe verdient. Was ist das hier? Gesetze Aventasiens. Hallo, bist du lebendig? Du beißt mir doch nicht die Finger ab, wenn ich dich aufschlage, oder? In Bracken ist es Männern gesetzlich verboten, ihre Frauen an Sonntagen böse anzuschauen. In Belzine ist es Frauen verboten, einen falschen Schnurrbart zu tragen, wenn dieser Tempelbesucher zum Lachen verleiten könnte. Seltsame Gesetze. Was haben sich unsere Gesetzesgeber sonst noch so einfallen lassen? Ich will mehr wissen. In Shindulla ist es Männern wie Frauen über 18 Jahren gesetzlich untersagt, ihren Mund zu einem Lächeln zu öffnen, wenn dabei mehr als ein fehlender Zahn sichtbar wird. So einen Unfug kann sich doch niemand ausdenken. Das sind die albernsten Gesetze, von denen ich jemals gehört habe. In Seefels ist es öffentlichen Mitarbeitern unter 1,5 Metern Körpergröße verboten, Arbeiten in mehr als 3 Metern Höhe auszuführen. Puh, ich nehme alles zurück. Das Buch kommt mit. Okay, jetzt haben wir Gesetzebuch noch dabei. Was ist mit dem Buch los? Und du? Wer bist du? Dich rief die Geister, werd ich nun nicht los. Ha, ein passendes Buch. Der Zauberlehrling. Sag einmal, wie ist der Zauberlehrling die verhexten Besen im Buch wieder losgeworden? In die Ecke, Besen, Besen, seid's gewesen. Denn als Geister ruft euch nur zu seinem Zwecke erst hervor der alte Meister. In die Ecke, Besen. Besen, seid's gewesen. Okay, das war wahrscheinlich der Zauberspruch, um Besen jetzt ruhig zu kriegen. So, das war's dann hier. Gehen wir raus.
So, Rede mit Wesen. Das muss doch gehen. In die Ecke, Besen, Besen sei's gewesen. Hey, ich hab gesagt, in die Ecke. Naja, immerhin ist der Spuk vorbei und die Eingangshalle ist gefegt. Damit kann ich zu Direktor Bloch gehen. Juhu. Er scheint wieder normal zu sein. Der magische Ausflug hat keine Spuren hinterlassen. Dann nimm den wieder. Kann ich mit dem auch da oben sitzen? Ja. Der Papierhut des Bücherfreunds. Ich hoffe, für seine Herstellung wurden nur Zeitungen verwendet. Aufsetzen. Ja, cool. Mit dem reden. Ich habe gerade nichts mit ihm zu... Geh mal zum Direktor. Du kommst dahin zurück, wo du hingehörst. Stell mal Besen zurück, genau. Rudis Besen ist wieder da, wo er hingehört. Und er hat eine gute Tat vollbracht. Entschuldigen Sie, Direktor Bloch. Ja. Wegen der Aufgaben. Wegen der Aufgaben. Ja. Die Halle ist gefickt. Melde gehorsamst, die Halle wurde erfolgreich gereinigt. Verstanden. Es war ziemlich anstrengend. Aha, sehr schön. Die Sache mit der Spindel, ich habe hier so ein Gesetzbuch gefunden. Herr Direktor, bitte werfen Sie einmal einen Blick hier rein. Was ist das? Haufenweise alte Gesetze und Verordnungen. Tatsächlich, das ist ja fantastisch. Meinen Sie, dass die noch Gültigkeit haben? Aber natürlich, solange ein Gesetz nicht formal zurückgenommen wurde, hat es die gleiche Gültigkeit wie an dem Tag, als es erlassen wurde. Eines der Gesetze besagt, einem Staatsbediensteten unter 1,5 Metern Körpergröße ist es nicht gestattet, in mehr als 3 Metern Höhe zu arbeiten. In der Tat, ich sehe es. Und trotzdem wollen Sie, dass ich die Spinnweben in der Eingangshalle entferne? Die Spinnweben an der 5 Meter hohen Decke? Oh, natürlich nicht. Professor Wetterquarz, ich möchte mich in aller Form bei Ihnen entschuldigen. Ich hätte das nicht von Ihnen verlangen dürfen. Ich kannte das Gesetz nicht. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Aber ich vergebe Ihnen. Können wir die Aufgabe, die Spinnweben zu entfernen, damit als erledigt betrachten? Selbstverständlich. Lassen Sie mir das Buch bitte hier. Ein altes Gesetzbuch kann beim Aufbau einer neuen Ordnung nur nützlich sein. Juhu. Kurz Teufel herumschaffen. Was ich noch wollte... Was für eine Aufgabe haben wir noch? Alter. Dann mache ich mich wieder an die Arbeit. Die kleine Fliegeviecher wegkriegen. Sie sind auf einem erstaunlich guten Weg. Jo. Der Papierhut des Bücherfreunds. Ich hoffe für seine Herstellung... Ich habe gerade nichts mit ihm... Okay. Jetzt müssen wir irgendwie da oben mit 1-1 einfangen. Und das fliegt nochmal rüber. Ist er draußen, oder? Kein Schimmer, wie ich ihn da oben erreichen soll. Nicht nur, dass er sehr weit weg ist, er fliegt auch noch ständig durch die Gegend. Ich glaube, ist er draußen. Oder ist es... Kammer hier. Ja.